bin Simon von ilovebodybuilding.de. Dies ist der erste Teil meiner neuen Serie Tipps zum Muskelaufbau. Mit dieser Serie werde ich dir immer mal wieder einen Tipp geben, mit dem du deinen Muskelaufbau ganz effektiv vorantreiben kannst und auch wirklich unterstützt, dass du langfristig einen konstanten, einen erfolgreichen Muskelaufbau gewährleisten kannst. Vielleicht kennst du schon meine Serie Tipps zum Trainingsplan. In der Serie habe ich dir in jedem Teil einen Tipp gegeben, mit dem du deinen Trainingsplan optimal gestalten kannst. Ganz ähnlich läuft es hier mit dieser neuen Serie Muskelaufbau-Tipps. Ich werde dir auch in jedem Video einen sehr wertvollen Tipp geben, mit dem du deinen Muskelaufbau sehr erfolgreich gestalten kannst. In diesem ersten Teil geht es um den Post-Workout-Shake. Es geht um die Funktion eines Shakes, den du relativ zeitnah nach deinem anstrengenden Kraftsporttraining trinken solltest. Dieser Shake hat eine ganz besondere Funktion und dieser Shake wird in seiner Funktion viel zu oft vernachlässigt, viel zu oft vergessen und unterschätzt vor allen Dingen. Was sollte in deinem Post-Workout-Shake drin sein und vor allen Dingen, warum ist das so wichtig, dass du diesen Post-Workout-Shake zu dir nimmst? Das Wichtigste im Post-Workout-Shake ist die Kohlenhydratquelle. Du kannst Maltodextrin nehmen oder du kannst Wachsmaisstärke nehmen. Das Wichtigste ist, dass du deinem Körper zeitnah, also maximal 20 Minuten nach dem Training, Kohlenhydrate zuführst. Du kannst Maltodextrin nehmen oder Wachsmaisstärke. Das Wichtige ist, dass schnell verfügbare Kohlenhydrate dabei sind, schnell verfügbare Zucker, die schnell ins Blut reingehen und deinem Körper sofort zur Verfügung stehen. Warum sind Kohlenhydrate das Wichtigste nach dem Training und vor allen Dingen schnelle Kohlenhydrate? Das hat damit zu tun, dass deine Glykogenspeicher, vereinfacht gesagt, deine Kohlenhydratspeicher in der Muskulatur entleert sind. Das Training hat dich viel Kraft gekostet, hat dich viel Energie gekostet. Deine Glykogenspeicher in der Muskulatur sind leer und müssen sofort, und das heißt wirklich maximal 20 Minuten nach dem Training, mit Kohlenhydraten wieder aufgefüllt werden. Es ist also sehr wichtig, dass du möglichst zeitnah nach dem Training Kohlenhydrate, schnell verfügbare Kohlenhydrate zu dir führst und da ist Maltodextrin oder Wachsmaisstärke ganz hervorragend für geeignet. Die zweite Zutat, die unbedingt in deinen Post-Workout-Shake reingehört, ist ein gutes Whey-Protein. Whey-Protein, auch Molkeprotein genannt, ist ein sehr schnell verfügbares Eiweiß. Beim Whey-Protein empfehle ich dir auch vorrangig einen hohen Isolatanteil bzw. ein reines Whey-Isolat. Da hast du einfach noch eine viel schnellere Verfügbarkeit, noch besser verwertbare Aminosäuren. Deshalb greife da zum hochwertigen Produkt, zum qualitativen Produkt und nimm da nicht unbedingt das Billigste, nur weil es dir vielleicht der nette Mann aus dem Fitnessladen mit einem Lächeln andreht. Die schnell verfügbaren Kohlenhydrate sorgen für eine Auffüllung der Glykogenspeicher, die durchs Training entleert worden sind und sorgen, das ist auch ganz wichtig, für eine Insulinausschüttung. Der schnelle Zucker, der sorgt dafür, dass dein Insulinspiegel hochgeht und damit sorgst du dafür, dass eine erhöhte Nährstoffeinspeisung in die Muskelzelle möglich ist. Wenn du dann ein gutes, ein hochwertiges Eiweißprodukt dazu kombinierst, sorgst du dafür, dass diese Eiweiße ganz besonders gut vom Körper aufgenommen werden können, dass dein Körper in der Lage ist, diese Eiweiße ganz besonders gut in die Muskelzelle einzuspeisen, nämlich dahin, wo sie hingehören. Ein Post-Workout-Shake besteht, das sollte jetzt jedem klar sein, aus schnell verfügbaren Kohlenhydraten in Kombination mit Eiweiß. Das ist Pflicht für jeden, das sollte die Basis sein, das sollte nach jedem Training für jeden Kraftsportler Pflicht sein. Wer möchte, kann seinen Eiweißshake auch noch mit Glutamin anreichern. Ich habe zum Thema Glutamin ein ganz eigenes Video gemacht. Glutamin ist eben im Whey-Protein in einer etwas geringeren Konzentration enthalten. Du kannst, indem du Glutamin hinzufügst, also dem Ganzen auch noch einen etwas höheren Glutaminanteil geben. Das macht sicherlich für den einen oder anderen Sinn. Also wer möchte, der kann sich sicherlich auch noch 2-3 Gramm Glutamin dazugeben. Du kannst, wenn du zum Beispiel gerade eine Kreatinkur machst oder lieber die Dauereinnahme bevorzugst, deinen Shake auch noch mit Kreatin anreichern. Kreatin empfiehlt sich auch in Kombination mit dem Maltodextrin, also mit den schnell verfügbaren Kohlenhydraten, denn diese Insulinausschüttung führt eben auch dazu, dass das sensible Kreatin sehr gut vom Körper aufgenommen werden kann. Wir haben hier durch die Kohlenhydratquelle eine hervorragende Transportmatrix, also kannst du, wenn du möchtest, natürlich deinen Shake, deinen Post-Workout-Shake auch noch mit Kreatin anreichern. Die Funktion des Post-Workout-Shakes wird leider viel zu oft für den Muskelaufbau vernachlässigt, vergessen, verdrängt oder auch unterschätzt. Es ist wirklich sehr wichtig, dass du dir darüber bewusst bist, dass dein Körper nach der sportlichen Belastung einen erhöhten Nährstoffbedarf hast
und das in erster Linie nach Kohlenhydraten, nach schnell verfügbaren Kohlenhydraten. Das ist ganz wichtig. So ein kleiner Mythos ist sicherlich auch noch, dass du nach dem Sport nur Eiweiß brauchst. Das ist eben nicht der Fall. Du brauchst nach dem Sport wahrscheinlich noch viel eher die Kohlenhydrate als die Eiweiße. In der Kombination beides zusammen ergeben sich natürlich Synergieeffekte, nämlich dass durch die Insulinausschüttung das Eiweiß auch noch ganz besonders gut aufgenommen werden kann. Ich empfehle dir, dass du dir deinen Post-Workout-Shake schon vor dem Training zusammenstellst, dass du es alles in deinen Shaker reinmachst, dass du quasi das Ganze nur noch mit Wasser aufschütten brauchst, kannst das Ganze dann frisch aufshaken und zu dir nehmen. Das ist wirklich wichtig, dass du dir das quasi schon im Shaker zusammenstellst und nur noch direkt nach dem Training mit Wasser aufgießen musst. Ich halte nichts davon, das Ganze schon mit Milch oder Wasser aufzugießen und dann noch irgendwie 1 oder 2 Stunden in deiner Sporttasche gären zu lassen. Das macht wenig Sinn davon. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass du dir das Pulver in den Shaker füllst und dann direkt nach dem Training mit Wasser aufgießt, schüttelst, trinken kannst, ganz frisch und vor allen Dingen dann schmeckt es auch wirklich noch lecker. Mein Tipp ist also der Post-Workout-Shake, der Shake direkt nach der sportlichen Belastung. Das ist eben ganz wichtig und der Garant für einen erfolgreichen Muskelaufbau. Wenn du dich jetzt fragen solltest, wo bekomme ich gute Eiweißprodukte, wo bekomme ich eine gute Kohlenhydratquelle her, eventuell auch wo bekomme ich ein gutes Glutamin oder ein gutes Kreatin her, unter www.ilovebodybuilding.de habe ich ein paar Empfehlungen zusammengestellt. Da siehst du, welche Produkte ich dir empfehlen kann. Da kannst du einfach mal reinschauen, klick dich mal so ein bisschen durch. Ich habe zu jedem Produkt noch so ein paar Sätze geschrieben. Das sind eben Produkte, die ich dir empfehlen kann, die ich dir ans Herz legen kann und die eben auch für den Muskelaufbau effektiv sind. Das war's dann zu meinem ersten Teil der Serie Muskelaufbautipps. Ich hoffe, du schaust dir noch ein paar Videos von mir an. Wenn dir meine Videos gefallen haben, würde ich mich natürlich freuen, wenn ich von dir eine positive Bewertung bekomme. Wir sehen uns im nächsten Video. Das war's dann. Viele Grüße, Simon. We'll be right back.